Alter. Alter, ich habe gerade so eine Gänsehaut bekommen. Das ist... Warte. Wir müssen erst nochmal hier runter. Ich höre Dinge. Ich mag Dinge nicht hören. Revolutionäre Projektionsmethode erobern. Das Publikum im Sturm. Ich überfliege das jetzt nur mal, weil das wäre mir jetzt zum Vorlesen wirklich zu lange. Und so weiter. Ich hoffe, ihr lest alle schön mit. Lasst euch nicht ablenken. Ja, okay. Also, er hat es ja tatsächlich versucht. Alles klar, Joker. Schön, dass du da warst. Bis später dann vielleicht. Ich meine, er hat das ja, ne, Kunst aus dem Nichts zu erschaffen. Heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass man wie im Hauptteil sich den... Warum? Sich unbedingt. Ja, mach langsam. Sich irgendwelche Gliedmaßen abschneiden muss, um die zu verwenden. Hallo, ich rede. Egal. Ja, Geburtstagstorte. Schön. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Shit. Ich hab gehofft, wir kriegen den Namen raus oder irgendwas. Diese Anonymität finde ich, weiß ich nicht, so geil. Alma, Es wirkt ein bisschen so. Weg mit euch Äpfeln, ich muss hier durch. Alter, ey. Wieder hier das Panda-Bärchen. Okay, ich kann es wieder verschieben. Schwuppdiwuppdiwupp. Und rüber. Ist hier irgendwas? Links, rechts? Nein. Okay. Was soll sowas? Ich kann es nicht leiden, ey. Ich geh mal an die Seite. Fällst du um, oder? Was? Hey! Scheiße. Fuck. Ah, gut. Die Schublade war nicht ganz geöffnet. So, jetzt aber. Ja, gut. Ich dachte, wir hätten jetzt... Alter, geh weg! Alles verkackt. Alter, dieses... Ja. Alter, dieses Gewackel hier überall. You have to come out. She's waiting for us. Don't make me do this by myself. No. I don't want her to see me like this. I'm sorry. I can't. Ich weiß nicht, warum sie bei diesem Geburtstag dann nicht mitmachen wollte.
Aber es sieht so aus, ob hätte der Vater die Torte gemacht, ne? Mit den Malstiften und so dilettantisch. Naja, nicht so schön. Nicht so schön. Okay, hier jemand. Da. Fick dich. Entschuldigung. Was? Ich mach hier mal Sachen kaputt. Ah, okay. Cool. So richtige Jump'n'Run-Einlagen jetzt hier drin. Alter. Alter. Ja, ich gehe einfach weiter. Geh weg. Oh, Gott sei Dank. Alter. Anscheinend haben die mehrere Jahre mit diesen... oder unter diesen Umständen gelebt. Why would you do this? What am I supposed to do now? I can't do this without you. Ist er aus Knete gebaut? Alter. Was ist passiert? Aha. Das ist echt. Fehlt echt die Worte gerade ein bisschen. Umdrehen oder nicht umdrehen? Ich weiß es nicht. Nix. Alter, ey. Was jetzt? Ich kann nicht laufen. Alter, was... Was soll das, ey? Alter Falter. Alter Finn, ey. Das ist echt... Das ist krank. Die ist bestimmt abgeschlossen. Oh fuck, die ist offen. Ich gehe da rein. Gott. Boah. Hier passiert nichts gerade, aber das ist so unangenehm. Gitt, Alter. Ich hab Gänsehaut. Vermisste Katze, Mr. Scooter. Herr Roller Belohnung, alle meine Puppenadresse. Süß. Nein. Ciao, ich geh. Tschüss. Echt der blanke Horror. Können wir bitte wieder groß sein? Bitte. Da ist er doch. Guck mal. Da ist doch Herr Roller. Der Mr. Roller. Ich gehe aber erstmal hier gerade eine Runde. Ja, hier können wir... Ah, auf Dinge drauf. Und wieder an die Uhr. Wir gehen erst zum... Ja, ich komme ja schon. Ja.
Oh, ist der Schwanz kaputt. Guck mal, alles wieder gut, ne? Ich glaube, wir müssen den erst aufziehen oder so. Das ist ungefähr das, was kognitiv bei RTL 2 rumkommt. Ein buntes Geschmiere und das war's. Liebes Team von RTL 2, falls ihr das hören solltet, mit allem Respekt, ihr seid kacke geworden. Richtig kacke. Oh Gott. Bläh. Geschafft. Weil wir so gut sind. Was? Hä? Hä? Warum? Was war das? Ich drehe am Rad. Was ist hier? Ah, wir haben jetzt einen Deckel oder so. Und müssen zu dem Jojo? Nö, das geht ja gar nicht. Seit denn? Das könnte gehen, warte mal. Ja, Entschuldigung. Ah, guck mal. Kommen wir dran? Kommen wir dran? Yes, wir kommen dran. Buster Beans, ich begrüße dich recht herzlich und muss dir sagen, das, was wir bis jetzt erlebt haben, ist jetzt schon so viel schlimmer als das komplette Spiel. Wir sind die klitzekleine Tochter, gerade mal so groß wie ein Hund. Okay, wir können jetzt Ball gegen, nee, Quatsch, den Deckel tauschen gegen das Jojo. Ich weiß noch nicht, warum. Ich weiß noch nicht, warum. Wir gehen mal zu der Uhr. Es ist wirklich heftig. Hier geht nix. La 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 la. Hier ist auch nix. Okay. Ja. Gut. Ach, jetzt haben wir ein Zahnrad dafür. Ah, hahaha. Ob wir das Zahnrad mal bei Herr Roller probieren sollten? Achtung. Upp. Brauchst du ein Zahnrad? Ja. Ach so. Nee, halt, stopp. Bleib hier. Hör auf. Ich dachte, es wäre ein Jojo. Ja, nein. Na, scheiße. Süß, ich finde das total. Der macht mir auch. Ich finde den gar nicht beängstigend oder so. Ich finde den toll. Okay, wir wissen jetzt. Ich habe das eben auch nicht gesehen. Ich dachte, wir hätten da ein Jojo oder so. Das hätten wir auch einfacher haben können. Aber jetzt verstehe ich, weil dass das Jojo da hinten, dass man da, wie man da drankommt, das ist, glaube ich, nicht ganz so ersichtlich. Die meisten hätten wahrscheinlich erstmal das Glas oder das Zahnrad probiert. Wie wir ja. Okay, wir springen. Wuppa. So, Kleiner. Jetzt. Jetzt können wir wieder zusammen losdüsen. Oh. Voll geil. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich. Hätten wir schneller sein müssen? Einfach? Wir sind als erwachsene Frau, also die Tochter als erwachsene Frau, zurückgekehrt in das Haus. Oh Gott. Ich erkläre das jetzt erst. Zurück in das Haus. Und unser Elternhaus sozusagen. Und arbeiten die Erinnerung gerade auf und schlüpfen jetzt praktisch immer mal wieder, oder jetzt schon sehr lange, in dieses kleine Persönchen von früher, die ja viel geweint hat, sich viel versteckt hat, sich viel anhören musste. Grausam. Ich geh mal vor, Kleiner. Ja, 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 ja. Warum? Hallo?
verwirrt. Ich bin verwirrt. Kleine Mieze, soll ich ohne dich da durch? Nee, nee, okay. Gehen wir zusammen. Ich bleib mal ganz in deiner Nähe. Kann ich mich an dir festhalten oder so? Ich guck gar nicht. I hate you. Ich bleib bei dir. Funktioniert. At least you can still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just empty. I look at you and I feel nothing. It scares the hell out of me. You forgot to say how hideous I am. Go on. I know you want to. Kann nichts machen. I know you're disgusted with me. Admit it. Right, I am disgusted. But it has nothing to do with the way you look. I'm disgusted with what you let it do to you. How you let it change you. Und Mieze, was sagst du? Ich glaube auch. Ciao. Oh, guck mal. Oh Gott. Wie süß ist denn das? Alter, echt? Oh, ich bin zu groß. Geht nicht. Macht's gut. Boah, war das süß. Okay. Alter. Harter Tobak für den Kopf. Auf jeden Fall. What? Ja. Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. Uh-oh. More than a wife? She was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Alter. Wenn sie ein... Ah, jetzt sind wir wieder hier. Wenn sie ein Bad nehmen wollte und so wie sie "Ich liebe dich" gesagt hat am Ende... Wissen wir, glaube ich, alle, was sie vorhatte. Und überall diese Bilder. Ich mache gerade die Schubladen hier nochmal auf. Aber ich glaube, die... Hatten wir das? Testament. Ich, mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde oder Partner nennen. Und meinen Agenten, tralala, vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete drum, dass es genauso gnadenlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Mein Verleger Liam Prickstone vermache ich die Flammen, in denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass ihn zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreischenden Balg, Alter, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Was ist denn das für ein Testament, Alter? Wie kann man nur so sein? Meinem Rechtsanwalt, den Brief hat man ja vorhin gelesen, vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, Alter, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, meine gesamten irdischen Besitztümer, was auch immer sie wert sein mögen. Hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann ich dir,
kann nicht ich dir geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Oh. Alter. Und wir haben nichts dazu zu sagen? Nein, haben wir nicht. Ist krass, ne? Ich muss sagen, ist schon krass. Aber er hat seine Tochter trotzdem geliebt, auch wenn er es oft ja, anders dargestellt hat. Aber wenn die... Oh, die Tür ging im Hauptspiel schon manchmal nicht richtig auf. So. Die Psyche nicht so ganz mitspielt. Was ist denn das? Henry Marvin. Mit Translation Consul. 5th Street. 3. März. It's time we really go in. Ja. War wahrscheinlich doch ein bisschen zu spät. Okay.